Mein Name ist Ulrich Heinzel. Ich werde Sie jetzt die nächste, ich denke, dreiviertel Stunde werden wir brauchen, durch das Thema Quality Management mit Teamcenter leiten. Genau, wir haben, sage ich mal, die Siemens Industry Software hat 2012 die IBS aus Hörgrenzhausen übernommen und wurde so Besitzer einer umfassenden Qualitätssuite. Über die Jahre ist das so Stück für Stück in die unterschiedlichen Teamcenter MES-Produkte eingeflossen. Und wenn man sich das heute mal anguckt, wo wir heute stehen mit Teamcenter Quality, dann hat das Ganze so 2020 angefangen. Da hatten wir ein sehr schmerzhaftes Kundenprojekt mit den ersten Schlüsselmodulen, die veröffentlicht wurden, wo man versucht hat, Qualitätsfunktionalitäten in Teamcenter einzubringen. Das war damals, wie bei jedem Start einer neuen, sage ich mal, Software, erstmal beschränkt auf Schlüsselmodule. Qualität ist aber sehr umfassend. Da haben immer noch ein paar Funktionen gefehlt, so dass man dann 2022 den nächsten Schwung der Funktionalitäten, sage ich mal, zur Verfügung gestellt hat, wo man wirklich eine integrierte Qualität vom Design bis zur Fertigung, sage ich mal, in Teamcenter umsetzen kann. Damals haben wir auch ein Webinar gemacht. Da haben wir uns sehr fokussiert auf die FMEA-Geschichte. Heute will ich Ihnen mal den nächsten Schub der Funktionalitäten des Bereichs Qualitätsmanagement in Teamcenter vorstellen in Form einer Übersicht, weil mehr ist leider in der Stunde nicht möglich, was dort wirklich inzwischen geht, weil jetzt gerade mit dem letzten Release, mit dem Dezember-Release 2023, ist ein Haufen Funktionalität auch hinzugekommen im Qualitätsmanagement. Und weil das, Sie kennen das, wenn Sie mit Teamcenter umgehen, eine ganze Menge Module inzwischen sind, die dort auch angeboten werden seitens Siemens, haben wir gesagt, wir führen diese Neuerung mal raus in eine Übersichtspräsentation, um Ihnen einmal vorzustellen, was eigentlich in Teamcenter Quality inzwischen möglich ist. Und das machen wir heute. Genau. Warum ist das Thema so wichtig? Wenn man sich anschaut, wie unsere Kunden mit ihren Produkten an den Markt gehen, dann kann man sehen, dass diese Initiative First Time Right immer wichtiger oder in die Organisation getragen wird. Das heißt, mit dem ersten Schuss möchte ich ein perfekt ausgebildetes Produkt an den Markt liefern, wo ich möglichst wenig Nacharbeit habe. Das bedingt, dass ich unterschiedliche Verfahren hinsichtlich Qualitätssicherung, Qualitätsplanung in die Unternehmen einbringen. Six Sigma ist ein Thema, wenn Sie in der Automobilbranche unterwegs sind, dann ist das ein ganz altes Thema, auch APQP, also das Projektmanagement aus Qualitätssicht hinaus. Also sind viele, viele Initiativen prozessseitig in den Firmen implementiert. Und das hat Siemens aufgegeben, hat gesagt, wir haben in Teamcenter sowieso schon alle Daten, wir brauchen jetzt, sagen wir mal, alle Daten, die das Produkt definieren. Wir brauchen jetzt Funktionalitäten, die unsere Kunden dazu in die Lage versetzen, die Qualität, alles, was so drum um das Produkt bei der Produktentstehung passiert oder auch bei Änderungen überprüft werden muss, wie man mit Suppliern umgeht, das Ganze in eine Qualitätslösung auch in Teamcenter aufzubauen. Das heißt Closed-Loop-Prozess. Das ist ganz wichtig. Das heißt, von der Anforderung übers Programmmanagement, die CAD, all diese Informationen werden verwendet, um zum Beispiel dieses Design for Quality, kommen wir später drauf, das Qualitätsplanung, die Qualitätskontrolle, Qualitätsverbesserungen, also Continuous Improvements, das Handling mit Zulieferern, das Zuliefermanagement hinsichtlich Audits und so weiter, all das in eine Lösung zu bringen. Und all das, was aus diesen Aktionen passiert, wieder zurückfließen zu lassen, da, wo ich das Produkt wirklich verbessern kann, nämlich in die Entwicklung. Das ist die Grundidee von Siemens. Und das, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen anders dargestellt mit den unterschiedlichsten Verfahren, die man so im Qualitätsmanagement in den Firmen auch heute, sage ich mal, sieht. Genau. Die Vision, wie gesagt, Überwindung der Silos. Wenn man heute bei vielen Kunden in das Qualitätsmanagement guckt, dann ist das oftmals ein völlig losgelöster prozessschräger Toollandschaft, die dahinter steckt. Und diese Silos, die gilt es, sage ich mal, zu überwinden und damit die Trennung zwischen Qualität und Technik zu brechen. Wirklich auch ein Repository zu schaffen, wo ich beide Informationen oder einen ganzheitlichen Satz an Informationen habe,
die mir die Möglichkeit gibt, die Komplexität überhaupt managen zu können. Den Austausch von Informationen abteilungsübergreifend zu gestalten und das Ganze dann auch so zu verwenden, dass ich beim Änderungsmanagement oder aber auch bei Auskonfigurierung von unterschiedlichen Varianten und so weiter auf dieses Wissen zugreifen kann und nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Die Qualitätskosten ist immer die Kosten, es gibt ja immer die Kosten für gute Qualität, Präventionskosten, Prüfkosten. Und dann gibt es auch die Kosten für mangelhafte Qualität. Das, was ich als Unternehmen spendieren muss, wenn ich Qualität oder nicht vorhandene Qualität oder schlechte Qualität im Markt wieder durch Rückrufaktionen, durch Nachbesserungen und so weiter tun muss. Und das sieht man sehr schön. Umso mehr Aufwand ich in die Qualität während der Produktentwicklung, wegen der Produktentstehung stecke, umso mehr spare ich gegenüber dem, wenn ich das erst mache, wenn die Produkte auf dem Markt sind. Ist wie gesagt eine Studie von der Aberdeen Group, wo man mal sieht, wie sich die ganzen Kosten verhalten. Das heißt, wenn ich am Anfang möglichst viel Aufwand in Schläger und damit auch verbunden Kosten in die Qualität stecke, habe ich hinterher einen Gewinn, weil ich dies nicht im Markt nachholen muss, neben dem Reputationsverlust, den ich als Unternehmen ja habe. Genau. Die Idee ist dazu, von diesen Unmengen, ich sag mal, hier steht Excel-Dateien, aber es sind ja unterschiedlichste Datenquellen. Man sieht Insellösungen, die fürs Qualitätsmanagement geschaffen wurden. Und das, wie gesagt, ist das Ziel von Teams in der Qualität, weg von diesen Insellösungen, schräger Excel-Dateien, hin zu einer soliden Plattform, die domänenübergreifend Zusammenarbeit ermöglicht, die als Single Source of Truth, auf Single Point of Access für all diese Informationen, die am Produkt, am Prozess mit den Qualitätsdaten zur Verfügung stehen und das Ganze, wie gesagt, als Closed Loop Approach, also das heißt, ein rollierender Prozess, der mir wirklich auch eine Rückmeldung bietet, gibt, wo ich, wenn ich als Konstrukteur dann wieder Verbesserungen, Änderungen vornehme, genau auf diese Daten zugreifen. So, Teams in der Qualitätsmanagement, was bedeutet das? Was wird überhaupt aufgedacht? Natürlich ist es Qualitätsmanagement im Bereich Teamcenter, deckt die Bereiche Konstruktion und Fertigung ab. Datensammlung, das, was man so klassisch kennt in Produktion, in Prozessmessen und so weiter, das, was in der Fertigung passiert, das wird über das MES-System von Siemens entsprechend abgebildet. Wir reden jetzt hier über die alles, was Qualitätsdefinition und alles, was so aus dem Bereich dann aus dem Feld zurückgespiegelt wird, das soll im Teamcenter verwaltet werden. Und da gibt es, wie gesagt, die unterstützenden Qualitätsprozesse. Einmal das komplette Qualitätsprojektmanagement. Wann muss zu welcher Projektphase welches Deliverable da sein? Welcher Supplier muss die und die Daten liefern? Sind das Abnahmeprozesse, sind Planungsprozesse, die ich da ablege? Die FMEA ist ein ganz wichtiger Punkt. Process FMEA ist ja in den vielen Firmen etabliert. Hier reden wir aber auch über Design FMEA, die mir die Möglichkeit gibt, sage ich mal, sehr früh mögliche Fehler aufzudecken und entsprechende Gegenmaßnahmen zu definieren. Kontroll- und Inspektionsplanung, dass ich wirklich sagen kann, was muss ich denn bei meinem Produkt überhaupt überprüfen, um sicherzugehen, dass ich eine bestmöglichste Qualität auch abliefern zu können. Das Management von Qualitätsproblemen, wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, ich habe in der Fertigung oder sogar im Feld ein Problem, wie gehe ich damit um, wie sieht mein Problemlösungsprozess aus. Das Qualitätsmaßnahmenmanagement, also welche Aktionen leite ich ab, um meine Qualität entweder zu verbessern oder oben zu halten vom Standard her. Und dann ist ein ganz wichtiges Ding, Audit und Bewertungsmanagement, kommen wir nachher zu, wo man sagt, okay, wie plane ich meine Audits mir entweder intern oder extern? Wie verfolge ich Maßnahmen, die man definiert hat in diesen Audits, nach, wie kann ich das Ganze so gestalten, dass ich immer eine Übersicht habe über meine Audits, die ich durchführen muss. Und dann jetzt ein ganz neues Modul, sieht man auch, die sind noch in der Incubate-Phase. Das heißt, ausgewählte Kunden haben sie im Einsatz. Sieht man dann Ausbildung und Qualifikation und dann dieser Supplier Quality Hub, wo ich also dem Zulieferer eine Möglichkeit gebe, direkt ins System sich einzulocken und Rückmeldung zu geben über Maßnahmen, über Dinge, die gefordert sind aus diesen unterschiedlichen Bereichen. Das Ganze soll natürlich, also hat natürlich auch sein Business Value.
Das heißt, ich habe ein Qualitätsmanagementsystem, das im PLM-System integriert ist. Das ist ja ein Ansatz von Siemens sowieso, alles integrativ auf einem Datenmodell abhandeln zu können, mit den Vorteilen, die es bietet. Ein System, eine Quelle, schnittstellenlos und das Ganze, wie gesagt, Single Source of Truth und mit der Möglichkeit über eine Low-Code-Erweiterbarkeit, dass ich wirklich Dinge, Reports, andere Informationen über die Low-Code-Funktionalitäten von Teamcenter auch erweitern kann. Gut, gucken wir uns die einzelnen Module mal genauer an, was da wirklich dahinter steckt. Das Qualitätsprojektmanagement ist so etwas, was, sag ich mal, aus der Automobilbranche immer mehr in die anderen Industrien hineinschwappt. Da gibt es dann diese Schlagwörter wie dieses APQP oder dieses PPAP, wo ich dann wirklich, sag ich mal, einen festgelegten Projektplan, Vorgehen habe mit Meilensteinen, mit Deliverables, die da sein müssen, um sicherzustellen, dass man alles erdenklich Mögliche getan hat, um die Qualität abzusichern meines Produktes. Und das ist genau ein Modul. Planen und Verwalten von Qualitätsprojekten und den zugehörigen Meilensteinen, Ereignisse, Checklisten, Qualitätsmaßnahmen, Sie kennen das, das sind so klassisch die Werkzeuge, die man auch immer wieder gern, Checklisten und Maßnahmenpläne in Excel wiederfindet, hier jetzt in Teamcenter. Den Projektstatus anhand dieser, sage ich mal, Status der Einzelelemente auch zu aggregieren und bewerten zu können. Das gibt das Projekt her. Die Verantwortlichkeiten und die entsprechenden Reaktionen auf die Dinge, die aus den Checklisten herauskommen, auch nachvollziehen zu können. Wer hat wann welche Rückmeldung gegeben? Wie ist der Status? Ist er in time? Ist es überfällig? All diese Dinge und dann auch einen Ansprechpartner zu haben, an den ich gehen muss. Die zentral alle Qualitätsergebnisse dann auch zur Verfügung zu haben. Das heißt, die werden mit diesem Projektplan als Deliverable verknüpft und ich habe die Möglichkeit, direkt darauf zuzugreifen. Es gibt ein visuelles Dashboard, die mir das Ganze anzeigt. Und Sie sehen es hier in dem Bild, ein Gantt-Diagramm, wo es mir auch die Möglichkeit gibt, mit Teamcenter Schedule Manager meine einzelnen Tasks auch wirklich runterzubrechen auf Untertasks und so weiter, bis hin auf Tätigkeiten, wo die ich auch nachhalten kann in Form eines Projektmanagements. Genau, die Vorteile sind klar, Projekte in Time und Budget, eine klare Sicht oder eine eindeutige Sicht. Jeder hat die gleiche Sicht auf dieses Projekt und ich muss mir nicht, und der Status wird nebenläufig, sage ich mal, angezeigt. Domänenübergreifende Zusammenarbeit, das werden wir jetzt immer wieder hören. Ich habe die Möglichkeit, mit allen Nutzern an einem Qualitätsmaßnahmenmanagement zu arbeiten und dort wirklich Tätigkeiten auch zu parallelisieren. Und das hilft mir dann, das Ganze auch zu koordinieren und auf Management-Ebene ein klares Reporting zu haben, wo man in diesem Projekt steht, aus Qualitätssicht. Das nächste Modul ist die FMEA. Wie gesagt, Design- und Prozess, Fehlermöglichkeits-Einflussanalyse, FMEA. Da gibt es inzwischen, das ist eines der ältesten Module auf der Teamcenter-Basis, im Active Workspace voll integriert, haben Sie Ansichten wie Netzplantechnik und so weiter. Es werden inzwischen Branchenrichtlinien vom VDA-Ansatz, IATF wird unterstützt und so weiter. Also eine ganze Menge, sage ich mal, Standards sind da eingeflossen, die man dann auch je nach Unternehmensanforderungen dann auch auswählen kann. Ich habe, wie gesagt, Baum, Netzdiagramme habe ich schon erwähnt, Darstellungen, um diese Abhängigkeiten der Anforderungen auch oder der Fehlermöglichkeiten dort auch darstellen zu können. Ich habe die Möglichkeit, diese Elemente mit allen möglichen Teamcenter Objekten zu verknüpfen. Das heißt, ich kann solche Maßnahmen und so weiter direkt mit dem erstehenden Teil oder mit anderen Dingen verknüpfen. Also diese Links und das Ganze natürlich versions- unter oder versionsgetrieben, revisionsunterstützt mit Freigaben, so wie man ordentlich Dinge auch im Teamcenter verwaltet. Genau. Eindeutige Qualitätsstammdaten. Das heißt, jeder greift auf die gleichen Informationen zu. Auch hier haben wir dann wieder die Vorteile, die Risiken zu minimieren, indem ich halt möglichst die Fehler, das ist ja die Idee der FMEA, das hat jetzt wenig mit Teamcenter zu tun, möglichst früh im Prozess auch zu erfassen und zu bewerten zu können, damit den Entwicklungsprozess deutlich zu verkürzen.
Und wie gesagt, Teamcenter bietet damit eine standardisierte oder Möglichkeiten, diese FMEA-Projekte standardisiert auch abzubilden, tiefergehende Analysen durchführen zu können und da auch verschiedene Tools mit einbinden zu können, um dort, sage ich mal, nicht nur die FMEA als Insellösung zu betrachten, sondern wirklich auch den Zugriff auf alle Engineering-Daten zu haben, damit ich Fehler, die ich mal ausgewiesen habe, auch direkt mit dem 3D-Modell, mit Zeichnungen, mit anderen Dokumenten verknüpfen kann. Das Quality Action Management ist das nächste Modul, was Teamcenter Quality bietet. Da geht es jetzt darum, alle, sage ich mal, Aktionen, die ich entweder aus dem Projektplan oder aus, sage ich mal, FMEA definiert habe, nachvollziehen zu können. Also eine vollständige Nachvollziehbarkeit dieses ganzen Maßnahmensverlauf, was wurde auf einer Maßnahme gemacht, wer hat zugearbeitet, wer hat Entscheidungen gefällt. Ad-hoc-Erstellung entkoppelter Qualitätsmaßnahmen. Ich muss nicht immer eine FMEA haben, um eine Maßnahme zu erstellen. Ich muss nicht immer einen Projektplan. Ich kann eine Maßnahme einfach auch so erstellen, weil es aus dem täglichen Geschäft sich herausgegeben hat, wir müssen da Dinge absichern und eine Maßnahme definieren. Das Ganze natürlich Workflow unterstützt von Teamcenter. Die Standard-Workflows werden mit den Modulen dann mitgeliefert, dass ich so standardisierte Workflows habe. Das heißt, damit wird sichergestellt, dass die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, bei der richtigen Abteilung, damit die dort diese Maßnahme auch entsprechend abwickeln können. Es gibt ein Erinnerungs-Eskalationsmanagement. Immer wenn ich Aufgaben zuweise, so ist es mal gut, wenn ich daran auch erinnern kann und wenn bei Nichtreaktion das Ganze auch eskalieren kann. Von Systemwarnung, E-Mail-Benachrichtigung und Workflow-Funktionen. Das heißt, da werden jetzt Teamcenter-Funktionen genannt, die Sie aus dem PLM-Bereich sowieso schon kennen. Sie können natürlich mit Anhängen, Dokumenten, Datasets, Bildern arbeiten und die an die Maßnahme verknüpfen und haben so auch die Möglichkeit, mit Checklisten, die es im System mit Teamcenter Quality gibt, auch dort wirklich alles so zu gestalten, damit sie die Qualität, sage ich mal, entsprechend hochhalten können in ihrem Unternehmen. Also unterstützt die pünktliche Lieferung Qualitätszielen. Wie gesagt, das ist alles. Da wird unheimlich viel Funktionalität verwendet, was Teamcenter von Haus aus bietet. Hier jetzt aber im Qualitätsumfeld einfach, sage ich mal, entsprechend umgesetzt und vordefiniert. Genau, Sie erreichen damit alle Ressourcen. Das heißt, ich habe entsprechend meine User, die ich ansprechen muss im System und kann die dann entsprechend dort mit verknüpfen und sehe dann auch die Reaktion, die da hinten dran ist. Und das erhöht natürlich die Transparenz und die Konsistenz während dieser Maßnahmen, weil ich alle Informationen an einem Platz finde. Genau. Control and Inspection Planning. Das ist so ein Thema, das sehen wir bei unseren Kunden oftmals auf Basis von NX mit dem, wie heißt der, BCT Inspector, wo man dort, sage ich mal, aus der Zeichnung heraus Prüfmaße definiert und die entsprechend mit Toleranzen hinterlegt und so auch den entsprechenden Inspektion und Kontrollplan daraus generiert. Der wurde auch verwendet, um dieses Modul Control Inspection Planning zu verwenden oder zu machen, ist Bestandteil dieser Gesamtlösung. Entdecken Sie, also wie gesagt, Inspektion und Kontrollplanung heißt, ich mache aus für meine Teile, identifiziere ich diese Informationen, die ich im nachfolgenden Prozess überprüfen muss. Das macht der Konstrukteur meist schon während der Konstruktion seine Hauptmaße wird er entsprechend mit Toleranzen und sag ich mal, mit den entsprechenden Toleranzen und der Kennzeichnung versehen, dieses Ballooning. Hier haben wir halt die Möglichkeit, das auch im Teamcenter einmal zu extrahieren aus dem CAD-Modell, aber dann auch weitere Merkmale zu definieren aus Qualitätssicht auf dem Bauteil im Teamcenter. Genau, wie gesagt, Import von Merkmalen durch diese Prüf-PMIs, im Englischen nennt man das ja immer Ballooning, im CAD. Damit habe ich die Rückverfolgbarkeit gegeben mit entsprechender Historienfunktion. Das heißt, ich kann auch in der neuesten Version, in der 23.12, kann ich dann auch alte Version, neue Version vergleichen und sehe grafisch,
Was hat sich an meinen Prüfmaßen verändert? Ich kann aus diesen Informationen die entsprechenden Normdokumente, die ich benötigte, Kontrollplan und so weiter ableiten, die natürlich auch in den entsprechenden Prozess geben. Das heißt, ich nutze hier eine Kombination aus Prozess, Fertigungsprozess und modellgesteuerten Qualitätsprüfungsdefinitionen in einem Werkzeug Teamcenter, wo ich eine Ansicht auf diese Information habe. Auch da geht es darum, natürlich Informationen, die schon mal erstellt wurden, wiederzuverwenden und damit auch die Entwicklungszykluszeiten und Kosten zu reduzieren. Dadurch deutlich schneller und effizienter in den Planungsprozessen zu werden und eine vollständige Dokumentation von diesen Plänen und ihrer Historie, also die kompletten Änderungen, vorzuhalten. Das vereinfacht dann die nachgelagerte Datenerfassung, weil ich klar weiß, was ich zu prüfen habe. Wir haben 2008 eine solche Lösung mal für Teamcenter Enterprise damals noch für einen Keramikhersteller implementiert. Das war ein sehr großes Projekt. Hier gibt es diese Funktionalität jetzt quasi als Standard. Ich finde, da hat sich doch einiges getan seit 2008. Genau. Also, ich muss nicht mehr manuell identifizieren. Klar. Und dadurch, dass Teamcenter als globales System zur Verfügung steht, ist es auch natürlich auch eine weltweite Zusammenarbeit möglich. Das heißt, meine Kontrollpläne und so weiter haben, sage ich mal, weltweite Sichtbarkeit und können entsprechend den Prozessen dort auch verwendet werden, um eventuell Fertigungsspezifikas in anderen Ländern mit abdecken zu können. Gut, Issue Management. Das Qualitätsproblemmanagement inklusive, sage ich mal, Auswertung mit Symptombeschreibung. Wie gesagt, das ist etwas, das jetzt seit 2022 zur Verfügung steht, dieses Modul, wo es dann auch einen Standardprozess für alle Arten von Qualitätsproblemen gibt. Das ist vordefiniert und kann dort dann auch entsprechend verwendet werden mit diesen Standards, die schon vorimplementiert sind. Das heißt, ich muss nicht immer diese Standards implementieren, sondern da liefert Siemens eine ganze Menge. Genau. Auch da geht es darum, einen Standard in den Unternehmen zu etablieren, wie mit diesem Qualitätsproblem, mit diesem Issue umgegangen wird. Standardmäßige Bewertung, Symptome, diese Root Cause Analyse, die dahinter steckt und so weiter, all das dort mit einzuführen und das und die Findings, die man aus diesen Prozessen hat, auch mit zu dokumentieren, damit man bei ähnlichen Fehlern auch wieder die gleichen oder sage ich mal recht schnell auf diese vorhandenen Informationen dort verwenden kann. Das gibt mir die Möglichkeit, Dinge teilzuautomatisieren, Kosten zu senken und überflüssige Aufgaben einfach zu eliminieren. Genau. Das ist dieses Problem Solving. Dann, also wenn ich aus dem Issue, wenn ich das bewertet habe und das dann auch dann löse, das heißt, das ist ja dann der nächste Schritt, da geht es darum, dass ich dieses Qualitätsproblemmanagement direkt in den Problemlösungsprozess mit aufnehmen kann und in das Änderungsmanagement. Wenn ich dann Änderungen an der Konstruktion vornehmen kann, ist das Änderungsmanagement von Teamcenter ja immer da. Das heißt, hier habe ich diese mehrdimensionale Ursachenanalyse, die gehört eigentlich auch schon in das Issue Management, also Ishikawa, diese Five Whys Diagramme, die Sie kennen aus diesem Bereich, die Darstellungen und Vereinfachen, wo ich dann sage, ich sehe dort oder habe eine Systematik, wie ich mit diesem Problem umgehe und wie ich also methodisch eine saubere Lösung definiere. Das Ganze natürlich wieder Workflow gesteuert mit den Funktionalitäten von Teamcenter. Ich habe direkt daraus die Möglichkeit, entweder ein Design oder eine Verfahrenstechnik, einen Änderungsrequest zu erstellen, mit rechter Maustaste. Und ich habe mit diesem Änderungsrequest gleich alle Informationen, die ich bei dem Issue Management, bei dem Problemlösungsprozess erarbeitet habe, an diesen Änderungen, an diesem Change Request, sage ich mal, anhängig. Und damit schließt sich der Kreislauf, wenn ich dort mit Qualitätsproblemen kämpfe. Und ich Entscheidungen brauche, habe ich wieder einen standardisierten Prozess, wie ich aus meinem Problem ganz sauber das in meinen Entwicklungsprozess, ob das jetzt Process Engineering ist oder, sage ich mal, das normale
Product Design, dass ich das in diese Prozesse mit einfließen lasse, um dort wieder sauber in dem Prozess zu sein und dieses Tür-zu-Tür-Gerenne damit aufhört. Genau, auch hier geht es wieder darum, Kundenzufriedenheit, Qualität geht um Kundenzufriedenheit, ist immer so, um die Analyse von Qualitätsproblemen vom Entwurf bis zum Einsatz vor Ort zu optimieren. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung ist ein Thema dabei, Schwachstellen schnell zu erkennen und die Korrekturmaßnahmen umzusetzen und das Ganze sauber dokumentiert in einem System, wo alle die gleiche Sicht auf diese erarbeiteten Artefakte haben. Gut, Audit und Assessment. Wie ich finde, ein ganz interessantes Modul, weil hier geht es jetzt darum, also wir haben 2014, glaube ich, haben wir ein Projekt gehabt im Siemens-Bereich, wo wir genau das in Teamcenter mit auf Basis des Schedule Manager schon mal implementiert haben, wo es darum geht, die Planung und die Vorbereitung von Auditprogrammen und den entsprechenden Auditplan dann zu erstellen. Also bevor Sie rausgehen, entweder für interne Audits oder für externe Audits, wirklich mal zu sagen, was wollen Sie eigentlich auditieren? Was wollen Sie ansehen? Wenn Sie zum Lieferanten gehen, nicht nur zu sagen, wie sieht die Prozessinfrastruktur aus, wie sieht die Fertigungsinfrastruktur aus, wie wird mit Standarddingen umgegangen, sondern eventuell auch andere Dinge zu auditieren, IT, Datensicherheit und so weiter. Und dieses dann niederzuschreiben in einem Plan. Wie das dann so ist, wird dieser Plan dann auch verwendet als digitaler Kriterienkatalog, zusammen mit den entsprechenden Befundkategorien, die sind vordefiniert, dann auch zu sagen, im Audit das quasi abzuhaken, durchzugehen, die entsprechenden Findings niederzuschreiben und daraus dann den entsprechenden spezifischen Auditbericht für dieses Audit zu generieren. Und wie das bei Audits so ist, meistens wird dann doch, gibt es die eine oder andere Beanstandung. Das heißt, es gibt einen Maßnahmenplan hinten dran, der auch der Lieferant ja mit generiert, um die entsprechenden Auffälligkeiten auszumerzen. Und das ist etwas, wo wir dann auch dieses Rückmelden, werden wir später sehen, in Teamcenter dann vorhalten. Aber auch hier wieder, das sind wieder Funktionalitäten, die wir am Anfang diskutiert haben, wo es darum geht, das entsprechende Projektmanagement, Nachhalten von Fristen, Deliverables und so weiter, all das spielt auch hier rein, dass die Rücklieferung, die Rückmeldung von den Lieferanten, ob das jetzt interne Lieferanten sind oder externe, dass man wirklich sieht, okay, das sind die Maßnahmen, die müssen wir tun, ist abgehakt, nochmal, was weiß ich, ein Report dazu, eine Konfirmationsbestätigung und so weiter, all das, was dazugehört, hier mit in das System reinzubringen und dort abzulegen. Genau, das alles, diesen ganzen Prozess ist hier mit möglich. Wie gesagt, Benefits, ich habe den entsprechenden Auditprozess im Teamcenter Backbone. Ist jetzt erstmal noch kein Vorteil. Der Vorteil ist, dass ich da die entsprechenden Datenobjekte miteinander verknüpft habe und eine transparente Sicht auf alles habe. Ich habe die zentrale Möglichkeit, die Qualitätsprozesse zu überprüfen und zu bewerten. Branchenstandards oder auch Unternehmensstandards ist es einfach entsprechend einzuhalten, weil diese Prozesse vorgegeben sind und entsprechend kann ich die regelmäßig in diesen standardisierten Auditsitzungen planen und nachhalten. Genau, und damit auch dann die Auditergebnisse immer zur Verfügung zu haben, um mit den entsprechenden Berichten dann auch dem Management oder dem entsprechenden Stakeholder die Informationen zu geben, wie das Audit sich verhalten hat, wie der Lieferant vielleicht anders zu bewerten ist aufgrund der Auffälligkeiten, die man gefunden hat. All das sind ja Dinge, die da hinten dran dann mitspielen. Genau, Trainings- und Qualifikationsmanagement. Auch das ist ja etwas, was in Audits durchaus gerne bei Lieferanten mal abgefragt werden. Das heißt, Qualifikationsprofile für Personen und Geräte nachzuhalten. Für Personen ist klar, hat er das Skill, die geforderte Tätigkeit durchführen zu lassen oder andersrum, was muss ich tun, um eine neue Person auf eine gewisse Stelle mit einzuphasen, welche Qualifikation muss er aufweisen.
Bei Geräten ist es aber genauso, gerade wenn es um Prüf- oder Messgeräte gibt, sind diese Geräte überhaupt in der Lage, die entsprechende Prüfung vorzunehmen? Das heißt, sind sie qualifiziert dafür? Da muss ich natürlich entsprechende Schulung, Zertifizierung und so weiter als Qualifizierungseinheiten mitverwalten und das Ganze dann natürlich auch zuzuordnen und die entsprechende Historie vorzuhalten. Hier sieht man mal genau so ein Bild auf dem Bildschirm, wie das definiert ist und dann, wie ich dann auch die entsprechenden Personen in Teamcenter zuweisen kann, damit oder Personengruppen, damit ich weiß, welche Qualifikationen vorgehalten werden müssen oder vielleicht antrainiert werden müssen. Das ist ein neues Modul, das ist im Moment noch in der Incubate-Phase, aber steht demnächst dann auch als, ich nehme an, jetzt in dem nächsten Release 24.06, was jetzt im Juni dann veröffentlicht wird von Siemens, dann zur Verfügung, um auch hier das im Teamcenter abbilden zu können. Genau. Das nächste ist der Teamcenter Quality Supplier Hub. Da geht es darum, eine sichere und einfache Möglichkeit damit zu dokumentierten Interaktionen zwischen Kunden und Lieferanten entsprechend aufzuweisen oder möglich zu machen, so muss man sagen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Aktivitäten aus Teamcenter zu externen, zuzuweisen und damit auch Rückempfang von Informationen zu ermöglichen, die Qualitätsmaßnahmen mit Lieferanten zu bestimmten Qualitätsthemen. Wir hatten es gerade eben, das ist so klassisch, dieses Vorgehen bei Auditergebnissen, dass der Lieferant Dinge nachweisen muss, dass er entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat und dazu muss er zeitgerecht die entsprechenden Dinge zur Verfügung stellen. Das kann er über diesen Hub machen und entsprechend dann auch dem Lieferanten Aufgaben zuzuweisen und damit auch Schritte des Problemlösungsprozesses, wie wir es vorhin hatten, auch nachzuweisen. Die erforderlichen Dokumente auszuweisen, PPAP gibt ja diese Verfahren, die sehr dokumentenaffin sind, um, die Qualitätsinformationen hin und her zu schicken. Wie gesagt, das alles kann man über diesen Supplier Quality Hub machen. Das ist nichts anderes ist vielleicht zu wenig gesagt. Es ist Funktionalitäten, die über den Active Workspace zur Verfügung gestellt werden, den ich über die entsprechende Infrastrukturauslegung meinem Supplier über einen sicheren Zugang zur Verfügung stellen kann, um so die Qualitätsinformation oder in dem Qualitätsbereich deutlich enger mit dem Zulieferer zusammenarbeiten zu können. Darum geht's, die Zusammenarbeit als Vorteil, die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten zu verbessern, die Aufgaben und Ergebnisse sauber zu verwalten und eine Sicht drauf zu haben, ob schon was fertig ist. Und damit auch die sogenannte Lieferanten-Readiness, Supplier-Readiness darstellen zu können. Gerade wenn es um Fertigungsanlauf geht, dann auch wirklich zu sagen, okay, er hat alle Dinge getan, wir können da jetzt weitermachen. Und das sind so Dinge, dass es Erstbemusterung ist oder wie auch immer, Prototypenserie, wie auch immer entsprechend ihren Berichten, die Zusammenarbeit dort deutlich enger zu machen. Wie gesagt, auch das Modul, was noch in dieser Incubate-Phase ist, aber bald den Kunden dann in der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Wie ich finde, ist das eine ganze Menge Funktionalität. Das Ganze wird im Active Workspace natürlich zur Verfügung gestellt. Aber jeder von Ihnen, der schon mit dem Active Workspace als Web-Oberfläche schon arbeitet, wird es wissen, dass das Ganze ja in so User-Profilen organisiert wird und auch hier dieses in diesen Workspaces organisiert ist. Und diese User-Profile, wo die Funktionalitäten nochmal geschachtelt sind, gibt es für den Teamcenter Quality einen eigenen Workspace innerhalb von Teamcenter. Das heißt, wenn der Anwender sich als Qualitätsmitarbeiter oder davon berührten Mitarbeiter einloggt, hat er seinen eigenen Workspace. Das heißt, er muss sich jetzt nicht durch die doch durchaus zahlreichen Funktionen von Teamcenter kämpfen, sondern für dieses Thema Quality
gibt es einen zurechtgeschneiderten entsprechenden Workspace, wo er die Verfügung zu, die Funktion zur Verfügung hat, die er für diese Qualitätsaufgaben hat. Das heißt, der Anwender kann daraus aus diesem Workspace alle qualitätsbezogenen Anwendungen öffnen. Das sind diese Kacheln, die Sie hier oben sehen. Da finden wir dann die FMEA und so weiter. Das kann man dann nochmal in der Implementierung ein bisschen feiner auswählen, damit wir sicher sein können, dass nicht alle eine FMEA machen können, sondern nur die, die benannt sind. Aber Sie haben erstmal diese Funktionalität zur Verfügung. Die qualitätsbezogenen Berichte hinzufügen und entfernen und auch davon öffnen. Das heißt, das Reporting ist ja im Qualitätsmanagement ganz wichtige Funktionalität. Die kann ich mir hier unten ablegen, die kann ich erstellen und ich kann mir hier auch so ein kleines Dashboard bauen, wo ich sofort die wichtigsten Qualitätskennzahlen, die ich definiert habe oder die ich monitoren muss, entsprechend angezeigt bekomme, live aus dem System. Ich kann mir meine eigenen Favoriten erstellen, Qualitätsprojekte, an denen ich gerade arbeite, eventuell Maßnahmen, die ich ganz massiv nachverfolgen muss und so weiter. All da kann ich mir Favoriten gestalten. Und ich kann mir hier, sehe hier meine Inbox, das heißt alles, was mir über die Teamcenter Workflow-Funktionalität, sage ich mal, in die Inbox gespielt wird, habe ich hier jetzt die Möglichkeit, direkt darauf zuzugreifen, ohne dass ich in die Inbox wechseln muss, sondern das ist mein Startbildschirm für alle Teamcenter Quality-Aktionen. Genau, dieser Workspace. Wie gesagt, Active Workspace ist inzwischen im Teamcenter-Bereich fast schon ein Muss, wenn Sie noch auf dem Bridge-Client arbeiten. Ist das wirklich inzwischen eine gute Möglichkeit, den Active Workspace sich anzuschauen. Für mich ist es inzwischen der Client der Wahl. Und durch diese Funktionalität, wie man es hier auch mit Teamcenter Quality sieht, ist es deutlich einfacher, den Usern die doch meist recht umfangreichen Informationen in verdaubaren Häppchen darzustellen, um mit diesen zu arbeiten. Gut, wie gesagt, das ist dieser Workspace, Quality Workspace, wo Sie sehen die Applikation, Sie sehen das Dashboard, Sie sehen Ihre Favoriten und Sie sehen Ihre Inbox. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass so mit so Funktionen wie dem Qualitätsmanagement doch eine ganze Menge neuer Teamcenter-Objekte in das System gespielt werden, die natürlich die Datenträger sind, um überhaupt die Komplexität abbilden zu können, managen zu können, die Informationsvielfalt auch aufweisen zu können. Das hat in der Vergangenheit immer dazu gesucht, dass gerade wenn ich über eine globale Suche gegangen bin, ich eine ganze Menge Ergebnisse bekommen habe, weil die ganzen Qualitätsobjekte natürlich auch mit drin sind. Und je nach Anwender sind die gewünscht oder sind die nicht gewünscht. Wenn ich als Konstrukteur unterwegs bin, sind die ganzen Maßnahmen zum Supplier, wenn ich sie dann überhaupt sehen darf, überhaupt nicht gewünscht. Und deshalb hat man jetzt in der globalen Suche, wie ich finde, weitere Filtermöglichkeiten aufgenommen, um diese Qualitätsobjekte entweder ganz schnell zu finden oder sich auf andere Informationen zu konzentrieren. Dafür gibt es diese hier oben in diesem Bereich, zoomen wir mal rein, gibt es hier diese Kategorien, die kennen Sie schon. Das hier, würden Sie normalerweise Parts, Dokumente und so weiter finden, wenn Sie über die globale Suche gehen. Und hier haben Sie jetzt die Möglichkeiten, wie gesagt, den Bereich Quality auszuwählen, die Kategorie Quality auszuwählen und damit die Suche, die Sie über Google-like, über so eine Verschlagwortung auslösen, dass Sie da auch wirklich nur die Qualitätsobjekte kriegen und die Möglichkeit haben, hier drüber auch nochmal zu filtern, um dort recht schnell zu dem entsprechenden Ergebnis zu bekommen. Also da hat man auch eine Menge getan jetzt im Teamcenter, diese Usability hinsichtlich Suchen, Finden von Daten zu beschleunigen, ohne dass ich da jetzt in eine spezifische Suche abtauchen muss, sondern dieses Google-like weiter zu treiben, indem ich hier eine Kategorie habe, Quality, und damit meine Suche auf die Qualitätsobjekte einschränken kann. Genau. Das ist so im Wesentlichen das Teamcenter Quality. Ein sehr umfangreiches Set an Funktionen. Jeder, der sich von Ihnen mit dem Gedanken trägt, Qualitätsmanagement ein bisschen umfassender zu machen, das Ganze vielleicht auf ein Werkzeug zusammenzudampfen, sollte sich Teamcenter Quality wirklich mal genauer anschauen. Es ist ein Modul, was
wie ich finde, wie gemacht ist, um mit PLM zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht losgelöst, sondern es ist eine Plattform und die Objekte miteinander auch interagieren. Das heißt, sie haben wirklich ein System, wo sie Produktdaten mit Qualitätsdaten direkt haben. Und das ist wirklich eine gute Möglichkeit, das Thema Qualitätsmanagement umfassend in einer Firma zu etablieren. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Wir haben auch, wir machen auch für die unterschiedlichen Module Workshops. Die sind aber dann meistens deutlich spezieller. Wenn wir mit Ihnen über FMEA reden, dann hat das keinen generischen Punkt mehr, sondern reden wir ein bisschen spezifischer entsprechend Ihrer Branche über diese Themen. Und das sind alles Dinge, die möglich sind. Kommen Sie auf uns zu. Gibt es zu diesem präsentierten Umfang Fragen von Ihrer Seite?